sind hier vor dem Traffic Club am Alexanderplatz, wo die AfD, die heute 13% Stimmen bei den Wahlen bekommen hat, ihre Wahlparty feiert. Wir sind vom Neptunbrunnen aus losgelaufen und hier angekommen, wo auch schon Leute vorher die Party gestört haben, seit 17 Uhr. Die Wahlparty wird natürlich mit einem massiven Aufgebot der Berliner Polizei geschützt, die wie auch in den letzten Monaten und Jahren bei allen antifaschistischen und allen antirassistischen Protesten die AfD und die rechten Hetzer schützt. Es ist gut zu sehen, dass ungefähr 1000 Menschen hier sind, ein Zeichen setzen gegen den Rechtsruck bei den Wahlen, der sich aber natürlich nicht nur in den 13% der AfD ausdrückt, sondern auch die letzten Jahre vorbereitet hat, dass die AfD so viele Stimmen bekommen konnte. Man darf nicht vergessen, dass die SPD, dass die CDU, die Große Koalition immer wieder Gesetze verabschiedet haben, Maßnahmen getroffen haben, die auch von der AfD so unterstützt worden wären, wenn sie an der Regierung wäre. Und man darf nicht vergessen, dass die AfD, die Abschiebung fordert, noch nie in der Lage war, sie umzusetzen, sondern dass die Große Koalition, die Sozialdemokratie und die Konservativen die Abschiebungen durchgeführt haben, zwangsräumen lassen, Löhne kürzen, für Prekarisierung der Arbeit und befristete Beschäftigung verantwortlich sind, die nichts gegen die steigenden Mieten in den Großstädten tun und somit für die Verarmung der Massen verantwortlich sind und direkt für den Aufstieg der AfD verantwortlich, der sie nichts entgegensetzen und nichts entgegensetzen können. Wir sind 1000 Menschen hier, was ein gutes Zeichen ist, aber wir müssen noch mehr werden. Und dies ist auch erst der Anfang des Kampfes gegen die AfD, der nicht bei den Wahlen, sondern nur auf der Straße, in den Schulen, Unis und Betrieben geführt werden kann.